31. Als er am Wasser angekommen war, atmete Wolf tief die salzige Luft ein und streckte sich. Soweit das Auge reichte, dehnte sich beweglich, ruhig der Ozean und der flache Sand aus. Wolf zog sich fertig aus und stieg ins Meer. Es war warm und erquickend, und unter seinen bloßen Füßen war es wie ein grau-beischer Velour. Er stieg hinein. Das Ufer senkte sich unmerklich in einem Flachhang ab, und er musste lange gehen, bis ihm das Wasser bis an die Schultern reichte. Es war sauber und durchsichtig. Er sah seine weißen Füße größer, als sie in Wirklichkeit waren, und die kleinen Sandwolken, die von seinen Schritten aufgewirbelt wurden. Dann begann er zu schwimmen, mit halb geöffnetem Mund, um das brennende Salz zu schmecken, und von Zeit zu Zeit tauchte er, um sich ganz im Wasser zu fühlen. Er tollte lange herum und schwamm dann zum Ufer zurück. Jetzt waren neben seinen Kleidern zwei schwarze Formen, die unbeweglich auf zwei schmächtigen Klappstühlen mit gelben Beinen saßen. Weil sie ihm den Rücken zukehrten, schämte er sich nicht, nackt aus dem Wasser zu steigen, und näherte sich ihnen, um sich anzuziehen. Als er korrekt war, drehten sich die beiden alten Damen, wie von einem geheimen Instinkt benachrichtigt, um. Sie trugen unförmige schwarze Strohhüte und verwaschene Umschlagtücher, wie die alten Damen am Meeresrand sie haben. Jede von ihnen hatte eine Handarbeitstasche in Kreuzstichstickerei dabei, mit einem Verschluss aus heller Schildpatt-Imitation. Die älteste trug weiße Wollstrümpfe in ausgetretenen Opanken nach Art Charles des VI. Aus schmutzig grauem Leder. Die anderen hatten alte Strandschuhe an den Füßen, und unter ihren schwarzen Zwirnstrümpfen sah man die Spur von Krampfaderbandagen. Wolf bemerkte zwischen ihnen ein kleines beschriftetes Kupferschild. Die mit den flachen Schuhen hieß Mademoiselle Eloire und die andere Mademoiselle Aglaé. Sie hatten Kneifer aus blauem Stahl. »Sind Sie Monsieur Wolf?« sagte Mademoiselle Eloire. »Wir sind damit beauftragt, Sie zu verhören.« »Ja«, pflichtete Mademoiselle Aglaé bei, »Sie zu verhören.« Wolf machte eine große Gedächtnisanstrengung, um sich an den Plan zu erinnern, der ihm ein wenig aus dem Sinn gekommen war, und er schauderte vor Entsetzen. »Mich über die Liebe zu verhören?« »Ganz richtig«, sagte Mademoiselle Eloire. »Wir sind Spezialisten.« »Spezialisten«, schloss Mademoiselle Aglaé. Sie bemerkte rechtzeitig, dass man etwas zu viel von ihren Knöcheln sah, und zog züchtig an ihrem Kleid. »Ich kann Ihnen nichts sagen«, murmelte Wolf, »ich werde es nie wagen.« »Oh«, sagte Eloire. »Wir können alles verstehen.« »Alles«, versicherte Aglaé. Wolf betrachtete den Sand, das Meer und die Sonne. »Wir werden doch nicht an diesem Strand darüber reden«, sagte er. Dabei hatte er gerade an einem Strand eine seiner ersten Verwunderungen erlebt. Er ging mit seinem Onkel an den Kabinen vorbei, und eine junge Frau war herausgekommen. Wolf fand es nicht normal, eine Frau von mindestens 25 Jahren anzusehen, aber sein Onkel hatte sich wohlgefällig umgedreht und dabei eine Bemerkung über die Schönheit der Beine der Person gemacht. »Woran siehst du das?«, fragte Wolf. »Das sieht man«, sagte der Onkel. »Ich bin nicht in der Lage, das festzustellen«, sagte Wolf. »Du wirst schon sehen«, sagte der Onkel. »Später wirst du es auch können.« Es war beunruhigend. Vielleicht könnte man eines Tages beim Wachwerden sagen, diese hat schöne Beine und diese nicht. Und was empfand man, wenn man von der Kategorie derer, die es nicht wissen, zur Kategorie derer gelangt, die es wissen? »Also«, sagte die Stimme von Mademoiselle Aglaé und brachte ihn zur Gegenwart zurück, »Sie haben immer die kleinen Mädchen gemocht, als sie selber ihr Alter hatten.« »Sie verwirrten mich«, sagte Wolf. »Ich mochte es gern, wenn ich ihre Haare und ihren Hals berühren konnte. Weiterzugehen traute ich mich nicht. Alle meine Freunde haben mir versichert, dass sie mit 10 bis 12 Jahren gewusst hätten, was ein Mädchen ist. Ich muss wohl ganz besonders zurückgeblieben gewesen sein, oder aber es hat mir an Gelegenheiten gefehlt. Ich glaube jedoch, selbst wenn ich Verlangen danach gehabt hätte, würde ich mich freiwillig enthalten haben.« »Und warum?« fragte Mademoiselle Eloire. Wolf überlegte ein wenig. »Hören Sie«, sagte er, »ich habe Angst, dass ich mich verzettle und abschweife bei alledem. Wenn Sie wollen, werde ich einige Augenblicke darüber nachdenken.« Sie warteten geduldig. Mademoiselle Eloire zog aus ihrer Tasche eine Dose mit grünen Pastillen, von denen sie Aglaé eine anbot. Wolf lehnte ab. »Also folgendermaßen«, sagte Wolf, »haben sich im Großen und Ganzen meine Beziehungen zu Ihnen bis zu dem Zeitpunkt entwickelt, an dem ich geheiratet habe. Am Anfang hatte ich sicherlich immer den Wunsch gehabt, ich erinnere mich nicht, wann ich das erste Mal verliebt war, das muss schon sehr weit zurückliegen. Ich war 5 oder 6 Jahre alt und ich erinnere mich nicht mehr, wer es war, eine Dame im Abendkleid, die ich auf einem Empfang bei meinen Eltern flüchtig gesehen hatte.« Er lachte.
Ich habe mich an diesem Abend nicht erklärt, sagte er, so wenig wie die anderen Male, und dabei habe ich sie viele andere Male begehrt. Ich war schwierig, glaube ich, aber gewisse Einzelheiten faszinierten mich. Die Stimme, die Haut, die Haare, das ist etwas sehr Hübsches, eine Frau. Mademoiselle Eloire hüstelte und Mademoiselle Aglaé machte ebenfalls ein bescheidenes Gesicht. Die Brüste berührten mich ebenfalls ganz enorm, sagte Wolf. Ansonsten erfolgte mein, sagen wir, sexuelles Erwachen erst so mit 14 oder 15 Jahren. Trotz der derben Gespräche mit den Schulkameraden vom Gymnasium blieben meine Kenntnisse sehr verschwommen. Ich, wissen Sie, es ist mir unangenehm, Mademoiselle. Eloire machte eine beruhigende Handbewegung. »Wir können wirklich alles verstehen«, sagte sie. »Ich sage es Ihnen noch einmal.« »Wir sind Krankenschwestern gewesen«, fügte Aglaé hinzu. »Dann fahre ich fort«, sagte Wolf. »Ich hatte vor allem Lust darauf, mich an Ihnen zu reiben, Ihre Brust und Ihren Hintern zu berühren, nicht so sehr Ihr Geschlecht. Ich habe von sehr dicken Frauen geträumt, auf denen ich mich wie auf einem Federbett gefühlt hätte. Ich habe von sehr festen Frauen geträumt, von Negerinnen. Oh, ich nehme an, dass es allen Jungs einmal so gegangen ist. Aber der Kuss spielte bei meinen eingebildeten Orgien eine viel wichtigere Rolle als der eigentliche Akt. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich für den Kuss ein sehr weites Betätigungsfeld ins Auge fasste. »Gut, gut«, sagte Aglaé schnell, »diesen Punkt können wir so abhaken. Sie liebten die Frauen. Und wie hat sich das geäußert?« nicht so schnell«, protestierte Wolf. »Um mich zu bremsen, wie viele Dinge gab es da?« »Wirklich so viele Dinge?« sagte Eloa. »Es ist irre«, seufzte Wolf. »Und wie viele dumme Dinge, wahre Dinge und Vorwände, vor allem die, mein Studium zum Beispiel. Ich sagte mir, dass es wichtiger sei.« »Glauben Sie das immer noch?« sagte Aglaé. »Nein«, gab Wolf zur Antwort, »aber ich mache mir keine Illusionen. Wenn ich mein Studium vernachlässigt hätte, würde ich das heute genauso bedauern, wie ich es jetzt bedauere, dass ich ihm zu viel von meiner Zeit geopfert habe. Dazu kommt der Stolz.« »Der Stolz?« fragte Eloa. »Wenn ich eine Frau sehe, die mir gefällt«, sagte Wolf, »kommt es mir nie in den Sinn, es ihr zu sagen, denn ich finde, dass, wenn ich Verlangen nach ihr habe, ein anderer sicherlich schon vor mir Verlangen nach ihr gehabt hat, und ich habe einen Horror davor, den Platz von jemandem einzunehmen, der zweifellos ebenso liebenswürdig ist wie ich.« »Wo sehen Sie darin Stolz?« sagte Aglaé. »Mein lieber junger Mann, das ist nur Bescheidenheit.« »Ich verstehe, was er sagen will«, erklärte Eloa. »Was für eine Vorstellung auch, sich zu sagen, dass, wenn Sie sie gut finden, die anderen sie ebenfalls gut finden, das bedeutet doch, Ihr Urteil zum allgemeinen Gesetz erheben und Ihrem Geschmack ein Vollkommenheitszeugnis ausstellen.« »Ich sagte mir also«, räumte Wolf ein, »und ich dachte es trotz allem, dass mein Urteil ebenso gut war wie das eines anderen.« »Sie gefielen sich darin«, sagte Eloa. »Genau das habe ich Ihnen gesagt«, gab Wolf zur Antwort. »Und was für ein wunderliches Verfahren«, fuhr Eloa fort. »War es denn nicht einfacher, wenn eine Frau Ihnen gefiel, es ihr frei herauszusagen?« »Hier rühren wir an den dritten meiner Vorwandgründe zur Zurückhaltung«, sagte Wolf. »Wenn ich eine Frau kennenlerne, die mich reizt, führt mich mein erster Reflex tatsächlich oft dazu, offen mit ihr zu sprechen. Aber nehmen Sie einmal an, ich sage zu ihr, wollen Sie mit mir schlafen? Wie oft wird sie wohl mit der gleichen Offenheit antworten? Wäre ihre Antwort, ich auch oder ich nicht, wäre alles so einfach. Aber sie antwortet mit einer Ausflucht, einer Dummheit, oder sie spielen die Prüden, oder sie lachen.« »Wenn eine Frau einen Mann das Gleiche fragt«, protestierte Aglaé, »ist das anständiger?« »Ein Mann akzeptiert immer«, sagte Wolf. »Gut«, sagte Eloa, »aber verwechseln Sie Offenheit nicht mit Brutalität. Ihre Art, sich auszudrücken, ist ein wenig burschikos in Ihrem Beispiel.« »Ich darf Ihnen versichern«, sagte Wolf, »dass auf die gleiche Frage, ausgedrückt mit der gleichen Klarheit, jedoch in höflichere Formen gekleidet, die Sie dabei zu vermissen scheinen, die Antwort nie deutlich ist.« »Man muss galant sein«, zierte sich Aglaé. »Hören Sie«, sagte Wolf, »ich habe nie eine Unbekannte angesprochen, ob sie nun Verlangen danach hatte oder nicht, weil ich finde, dass sie genauso das Recht hat zu wählen, zum einen, und weil ich immer einen Horror davor habe, einer Person nach dem bewährten Verfahren den Hof zu machen, das darin besteht, dass man ihr vom Mondschein erzählt, vom Gleichnis ihres Blickes und von der Tiefe ihres Lächelns. Was wollen Sie da machen? Ich dachte an ihre Brüste, an ihre Haut, oder ich fragte mich, ob sie ausgezogen eine echte Blonde wäre.« »Was das Galantsein angeht, wenn man von der Gleichheit zwischen Mann und Frau ausgeht, genügt die Höflichkeit, und es gibt keinen Grund, zu einer Frau höflicher zu sein als zu einem Mann. Nein, sie sind nicht offen.« »Wie könnten Sie auch so direkt sein in einer Gesellschaft, die Sie schikaniert?« sagte Eloire. »Sie sind unvernünftig«, überbot Aglaé.
Sie wollen sie so behandeln, wie sie behandelt werden sollten, wenn sie nicht durch Jahrhunderte der Sklaverei konditioniert wären.« »Möglich, dass sie genau so sind wie die Männer«, sagte Wolf. »Und das glaubte ich auch, wenn ich wünschte, dass sie genauso wählen sollen wie ich, aber leider sind sie an andere Methoden gewöhnt, und von dieser Sklaverei werden sie sich nie freimachen, wenn sie nicht damit anfangen, sich anders zu verhalten.« »Wer mit etwas anderem anfängt, hat immer große Mühe«, sagte Aglaé schulmeisterlich. »Sie haben es ja selbst erlebt, als sie versuchten, sie so zu behandeln, wie sie es taten, und sie hatten Recht.« »Ja«, sagte Wolf, »aber die Propheten haben immer Unrecht. Dass sie Recht haben, dass man sie in Stücke schlägt, ist der Beweis dafür.« »Geben Sie zu«, sagte Eloa, »dass alle Frauen trotz einer vielleicht realen, aber entschuldbaren, ich sage das noch einmal, Verstellung offen genug sind, Ihnen zu verstehen zu geben, dass sie Ihnen gefallen, wenn das der Fall ist.« »Und wie das?«, sagte Wolf. »Durch Ihre Blicke«, sagte Eloa schmachtend. Wolf lachte höhnisch. »Entschuldigt Sie bitte«, gab er zur Antwort, »aber ich habe in meinem ganzen Leben nicht das Geringste in einem Blick lesen können.« Aglaé sah ihn streng an. »Sagen Sie lieber, dass Sie es nicht gewagt haben«, gab sie verächtlich zur Antwort. »Oder dass Sie Angst gehabt haben.« Verwirrt sah Wolf sie an. Das alte Mädchen kam ihm plötzlich etwas beunruhigend vor. »Natürlich«, sagte er mit Nachdruck, »darauf wollte ich gleich kommen.« Er seufzte. »Wieder etwas, das ich meinen Eltern verdanke«, sagte er. »Die Angst vor den Krankheiten, ja, meine Angst, mir etwas aufzugabeln, ließ sich nur noch mit meinem Verlangen vergleichen, mit allen Mädchen zu schlafen, die mir gefielen. Gewiss, ich schläferte mich ein mit diesem Vorwand, Gründen, von denen ich Ihnen vorhin schon erzählt habe, meinem Wunsch, meine Arbeit nicht zu vernachlässigen, meiner Furcht, mich aufzudrängen, meinem Widerwillen nach verächtlichen Methoden, Frauen den Hof zu machen, die ich gern offen und ehrlich behandelt hätte. Aber der wahre Grund all dessen war eine tiefe Angst als Folge der Legenden, mit denen ich unter dem Deckmantel liberaler Gesinnung eingelullt worden war und die mir seit meinen Jugendjahren klar machten, was ich alles riskierte.« »Daraus folgt«, sagte Eloa. »Daraus folgt, dass ich trotz meinen Begierden keusch blieb«, sagte Wolf. »Und dass mein schwacher Körper im Grunde wie damals mit 7 froh war über die Verbote, mit denen er sich abfand und gegen die mein Geist zu kämpfen sich den Anschein gab.« »Sie sind in allem der gleiche gewesen«, sagte Aglaé. »Im Kern«, sagte Wolf, »sind sich die physischen Körper ziemlich gleich, mit gleichen Reflexen und Bedürfnissen. Hinzu kommt eine Summe von Begriffen, die vom Milieu herrühren und die mehr oder weniger mit den betreffenden Reflexen und Bedürfnissen übereinstimmen. Gewiss kann man versuchen, die erworbenen Begriffe zu modifizieren. Manchmal gelingt es einem, aber es gibt ein Alter, in dem auch das moralische Skelett aufhört, biegsam zu sein.« »Schön«, sagte Eloire, »Sie werden seriös. Erzählen Sie uns von Ihrer ersten Leidenschaft.« »Was Sie da von mir verlangen, ist dumm«, bemerkte Wolf. »Sie werden verstehen, dass ich unter diesen Umständen keine Leidenschaft empfinden konnte. Durch das Spiel meiner Verbote und meiner falschen Vorstellungen wurde ich zunächst einmal dazu gebracht, mir meine Flirts mehr oder weniger bewusst in einem angemessenen Milieu auszusuchen, dessen Erziehungsbedingungen mehr oder weniger den meinen entsprachen, so dass ich fast mit Sicherheit an ein gesundes, vielleicht jungfräuliches Mädchen geriet, von dem ich mir sagen konnte, dass es im Falle einer Dummheit heiratsfähig war. Immer noch dieses von meinen Eltern eingetrichterte Sicherheitsbedürfnis. Ein Pullover mehr kann nicht schaden. Sehen Sie, damit es zu einer Leidenschaft kommt, das heißt zu einer explosiven Reaktion, muss die Vereinigung brutal sein, muss der eine Körper sehr begierig sein auf das, was ihm fehlt, und das der andere in sehr großer Menge besitzt.« »Mein lieber junger Mann«, sagte Aglaé lächelnd, »ich bin Chemielehrerin gewesen, und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es Kettenreaktionen geben kann, die ganz sanft beginnen, die sich selbst versorgen und sehr heftig enden können.« »Meine Grundsätze bildeten eine solide Einheit von Antikatalysatoren«, sagte Wolf nun ebenfalls lächelnd, »auch in diesem Falle keine Kettenreaktion.« »Also keine Leidenschaft«, sagte Eloa, sichtlich enttäuscht. »Ich habe Frauen kennengelernt«, sagte Wolf, »für die ich Leidenschaft hätte empfinden können. Vor meiner Heirat hatte der Angstreflex eine Rolle gespielt. Danach war es reine Schlappheit. Ich hatte einen Grund mehr, die Furcht, Kummer zu bereiten. Das ist schön, nicht, dass sie's Opfer bringen. Aber wem? Für wen? Wer hatte den Nutzen davon? Niemand. In Wirklichkeit war es kein Opfer, sondern eine bequeme Lösung.« »Das stimmt«, sagte Aglaé. »Ihre Frau, erzählen Sie.« Oh, hören Sie mal«, sagte Wolf, »nach dem, was ich Ihnen alles erzählt habe, ist es doch leicht, die Bedingungen meiner Ehe und ihre Merkmale zu erfassen.« »Es ist leicht«, sagte Aglaé, »aber wir möchten, dass Sie es selber tun. Wir sind Ihretwegen hier.« »Gut«, sagte Wolf, »also, die Gründe. Ich habe geheiratet, weil ich physisch eine Frau brauchte.
weil mein Widerwille zu lügen und den Hof zu machen mich dazu zwang, ziemlich jung zu heiraten, um physisch zu gefallen, weil ich eine gefunden hatte, von der ich meinte, dass ich sie liebe und deren Milieu, Meinungen und Merkmale angemessen waren. Ich habe geheiratet, fast ohne die Frauen zu kennen. Das Ergebnis von allem? Keine Leidenschaft. Die langsame Initiation einer allzu jungfräulichen Frau, der Überdruss meinerseits. In dem Augenblick, in dem sie anfing, sich dafür zu interessieren, war ich viel zu müde und erschöpft, um sie glücklich zu machen. Zu müde, weil ich auf die heftigen Erregungen gewartet hatte, die ich mir entgegen aller Logik erhoffte. Sie war hübsch. Ich mochte sie gern. Ich wollte ihr Bestes. Das genügt nicht. Und jetzt werde ich nichts mehr sagen. »Oh«, protestierte Eloi, »es ist zu hübsch, von Liebe zu reden.« »Ja, vielleicht«, sagte Wolf, »sie sind jedenfalls sehr nett.« Aber wenn ich es mir recht überlege, finde ich es schockierend, alle diese Dinge Fräuleins zu erzählen. Ich gehe schwimmen. Nehmen Sie meine Huldigung entgegen. Er drehte sich um und ging zurück zum Meer. Er tauchte tief der hohen See entgegen, wobei er in dem vom Sand getrübten Wasser die Augen öffnete. Als er wieder zu sich kam, war er allein mitten im roten Gras des Karrees. Hinter ihm stand die Tür der Kabine unheilsvoll klaffend weit auf. Schwerfällig stand er auf, zog seine Ausrüstung aus und verstaute sie in dem Wandschrank neben der Kabine. Nichts von dem, was er gesehen hatte, blieb in seinem Kopf. Er war trunken, wie aus dem Gleichgewicht geraten. Zum ersten Mal fragte er sich, ob er weiterleben könne, nachdem er alle seine Erinnerungen zerstört hatte. Es war nur ein flüchtiger Gedanke, der für die Zeitspanne eines Augenblicks durch ihn hindurchgegangen war. Wie viele Sitzungen würde er noch brauchen?